Dieses Mal wollen wir einen kleinen Exkurs wagen. Und zwar wird R eigentlich erst durch die Benutzung eines vernünftigen Editors erst richtig schön. Durch das Eintippen von Befehlen, gerade wenn es um längere Befehle geht, ist relativ unangenehm, wenn man einen komplexen Plotbefehl zum Beispiel hat und dort einfach die Überschrift auswechseln möchte. Dann muss man bei der Kommandozeile den ganzen Befehl immer nochmal neu eintippen oder sich wieder vorholen. Und gerade bei längeren Skripten kann das auf Dauer sehr unschön werden. Deswegen Editor lohnt sich auf jeden Fall, wenn man länger mit R arbeiten möchte. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, je nach Betriebssystem. Ich werde kurz mal auf Linux und auf Windows eingehen, wobei da sicher verschiedene andere Alternativen auch möglich sind zu den Sachen, die ich vorstelle. Für Linux benutze ich selber gedit, weil ich in Linux benutze, das Gnome als oder Gnome als Standardoberfläche hat und gedit da einfach dabei ist und ein sehr schöner Editor ist, der sich gut verstellen lässt, gut den Ansprüchen anpassen lässt und gleichzeitig noch relativ schick ist. Bei gedit gibt es ein Plugin, das entweder bei der beim Standard-Gedit-Paket dabei ist oder dass man gegebenenfalls je nach Distribution nachinstallieren muss. Das kann man über Einstellungen Plugins aufrufen und da gibt es irgendwo ein Plugin namens R-Integration. Und wenn ich das auswähle, bekomme ich hier oben einen kleinen R-Knopf im Menü, kann einen neuen R-Workspace starten. Haben wir hier unten das Ganze zum Beispiel und da ist jetzt R grundsätzlich drin und kann hier aufgerufen und verarbeitet werden. Wenn ich jetzt also ein Skript schreibe, zum Beispiel Kursdaten, ja, wir sind bei Ländern, Länder, Aufruf, read CSV2. Von Daten Länder.csv kann ich dieses peu à peu ausführen. Ich kann das erstmal abspeichern in ein bestimmtes Verzeichnis. Ich werde das mal in das Statistik Verzeichnis Sitzung 3 abspeichern und Editor Test.r nennen. Kann ich durch einen Rechtsklick in die R-Konsole zum Beispiel sagen, dass mein Arbeitsverzeichnis der Dokumentenfolder ist, also der Ordner, in dem ich das Dokument direkt abgespeichert habe. Ich kann aber auch, wie wir das bei der RGUI gesehen haben, hier direkt ein Arbeitsverzeichnis setzen. Hiermit geht es meistens schneller, weil man häufiger das Skript und die Daten im gleichen Verzeichnis hat. Und wenn ich jetzt entweder durch das Menü Run Current Line through R oder Shift-Steuerung R drücke, kann ich diesen Befehl an R senden. Ich kann auch einen bestimmten Bereich auswählen, in diesem Fall nur diese Variable durchmarkieren und Shift-Steuerung-E drücken und dann wird genau meine Selektion ausgeführt. Und auf diese Art und Weise kann man sich recht lange Skripte zusammenbauen, zum Beispiel Plot, Länder, Dollar, was hätten wir denn da? Bruttoinlandsprodukt. Wenn ich den Befehl ausführe, dann startet das Ganze. Das sieht jetzt so ein bisschen blöde aus, weil hier beim Import die einzelnen Werte als Buchstabenketten interpretiert worden sind. Das ist aber ein Problem, das R intern ist und das nichts mit unserem Editor zu tun hat. Gut, das Ganze auf der Linux-Ebene. Ich denke mal, die Linux-Benutzer werden mit dem Rest ganz gut klarkommen.
Und falls einer dabei sein sollte, der Emacs bevorzugt, nur zu, geht wahrscheinlich auch mit der R-Integration. Ich persönlich finde Gedit eben am angenehmsten. Für Windows gibt es auch diverse Möglichkeiten, wie man R-Code editieren und laufen lassen kann. Ich werde jetzt hier TinR vorstellen, der bei einem anderen Kurs dann sich als Favorit bei den Teilnehmern herausgestellt hat. Deshalb bleiben wir bei TinR, aber da gibt es zum Beispiel Notepad++, mit dem man das auch machen kann, und irgendwelche anderen Editoren, mit denen das auch möglich ist. TinR ist jetzt nur ein Vorschlag. Das Programm können wir herunterladen bei SourceForge, wo ziemlich viele Open-Source-Programme gehostet werden. Wenn ich darauf klicke, kriege ich hier einen Download-Button. Wenn ich darauf klicke, komme ich zum Download-Fenster und letztendlich kann ich dann, lade ich diese Setup-Datei runter, das habe ich schon mal gemacht, hier in mein R-Verzeichnis in Windows abgespeichert. Beim Doppelklick laufe ich durch das übliche Installationsverfahren. Ich muss die GNU-License akzeptieren, ein Verzeichnis auswählen, wo es hingespeichert werden soll, ein Startmenü-Verzeichnis benennen, wo es dann im Startmenü verfügbar sein soll, und kann TinR mit verschiedenen Dingen assoziieren, mit verschiedenen Dateiendungen, ein Schnellstart-Icon anlegen, ein Desktop-Icon anlegen, je nach Wunsch. Und installieren. Und damit ist TinR verfügbar. Ich kann es entweder direkt starten oder ich starte es jetzt über meine Installation. Da ist TinR hingelangt. Wenn es hochfährt, sind wir gleich konfrontiert mit dem TinR-Fenster, das auf den ersten Blick etwas overwhelming aussieht. Es gibt aber eigentlich drei wichtige Bereiche. Das hier ist sozusagen der Explorer in TinR, mit dem man verschiedene Bereiche entweder seines Computers oder der Datensätze erforschen kann. Hier in der Mitte kommt gleich unser Editorfenster. Hier rechts ist R angesiedelt. Und wenn ich mal ein neues Projekt anlege, neues Projekt, dann werde ich gefragt, wo ich das Projekt anlegen möchte. Ich bin hier schon mal in meinem Desktop im Verzeichnis R. Da soll es auch hin. Test, Projekt, speichern. Und da drin möchte ich ein neues Textdokument anlegen, das ich auch speichern werde. File, Save As. Und Test, Projekt, Skript. Im Projekt werden verschiedene Einstellungen abgespeichert, unter denen man dann verschiedene Skripte zusammenfassen kann. Das Skript selber wird als R-Skript abgespeichert. Kann jetzt zum Beispiel Kursdaten, Zuweisung, kursdaten.csv, wobei wir das natürlich mit read.csv2 einlesen wollen, das Ganze benutzen. Um jetzt diese Befehle an R rüberzuschieben, brauche ich eine laufende R-Konsole. Die kann ich hiermit starten. Ich kann auch in TinR direkt eine RGUI starten, so wie wir R normalerweise am Laufen haben, und die Befehle dort hin und her schieben. Die läuft dann außerhalb dieses Fensters. Das ist meistens etwas unbequemer, deswegen kann ich direkt innerhalb von TinR ein kleines Fenster laufen lassen, in dem R direkt läuft, so wie wir es vorhin gesehen haben. Und jetzt, wie wir es bei Gedit gesehen haben, ähnlich, nur jetzt eben hier rechts. Und jetzt kann ich hiermit einzelne Linien rüberschieben, also einzelne Textstücke. Ich muss allerdings vorher... So. Dazu müssen wir als erstes
unser Arbeitsverzeichnis an die entsprechende Stelle festlegen. Das tun wir über R-Control-Set-Working-Directory. Das wird auf die Working Directory, wird an die Stelle des aktuellen, der aktuellen Datei abgesetzt, die wir vorhin abgespeichert haben. Und damit sind wir an der richtigen Stelle gelandet und jetzt können wir hier unsere Linie, unsere Codelinie rüberschicken und haben die entsprechenden Sachen gelesen, eingelesen. Und wenn ich jetzt hier etwas markiere, kann ich auch den entsprechenden markierten Bereich ausführen, genauso wie wir es gerade bei EG-Edit gesehen haben. Und was markiert ist, wird an die R-Konsole rübergeschickt und entsprechend ausgeführt. Das geht von Haus aus nur über dieses Menü. Um das Ganze etwas bequemer zu gestalten, kann man sich das einrichten, indem man auf R die Hotkeys, also die Kurztasten, festlegt. Zum Beispiel für Sendline. Standardmäßig könnte man sich überlegen, hier könnte F5 rein. Das ist als Standard durchaus zu sehen. Mit F5, dass eine Skriptzeile rübergeschoben wird. Send Selection könnte man mit Steuerung F5 ausführen lassen. Der wird allerdings gerade benutzt. Machen wir Shift F5 draus. So, und somit kann man seine Kurztasten festlegen. Und wenn ich jetzt hier reingehe und F5 drücke, wird das Ganze wieder ausgeführt mit Shift F5. Eben die Kurztaste, die ich eben festgelegt habe, für nur, was ich markiert habe, rüberschieben. Ich werde euch jetzt weiterhin allein lassen mit den vielen Möglichkeiten von TinR. Wenn ihr Hilfe braucht, gibt es hier unter Help Main User Guide HTML. Dort gibt es eben ein recht umfangreiches Manual und diverse Tutorials, mit denen man sich die einzelnen Funktionalitäten von TinR genauer anschauen kann. Und ich werde für den Kurs weiterhin mit G-Edit arbeiten, da das eben bei meinem Betriebssystem drin ist, aber für alle Windows-Nutzer würde ich zum Beispiel TinR empfehlen.